Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti. Und ja, das letzte Video ist noch keine 24 Stunden alt und da kommt schon wieder Neues. Aber das liegt daran, dass ich einfach keine Lust habe zu tippen. Ich bin des Tippens müde. Das ist wiederum gut für euch bzw. für dich, denn das ist eine direkte Antwort mehr oder weniger auf Olli J. Olli J. Er hat nämlich gefragt unter dem Video 10 Fakten über Bodybuilding oder Bodybuilding-Fakten. Mit fast 53 versuche ich seit geraumer Zeit, die 5x5 mit 90 Kilogramm zu drücken. Ein schweres Unterfangen. Oh ja. Hänge derzeit bei 18 Wiederholungen. Hast du einen Tipp, wie mehr Anzeigen, ihr seht, das ist richtig live hier, man ein Plateau überwindet, ich splitte in Push und Pull und trainiere jeden zweiten Tag. Danke für deine Videos. So, damit ich besser lesen kann. Das mit den Videos gerne geschehen und nun kommen wir zu einem allgemeinen Thema Plateaus überwinden. Diesen Anlass nutzen wir doch gleich und das ist auch direkt deine Antwort. Aber grundsätzlich gab es schon viele Fragen, wie kann ich mich verbessern? Und es ist auch immer wieder eine Frage im Bodybuilding. Progression, ich will mich verbessern. Und das liegt meistens dann natürlich in der Natur der Sache, dass man Plateaus überwinden muss. Denn das Plateau wird irgendwann kommen. Und das wird auch leider irgendwann in einem natürlichen Sinne kommen, wo man nicht mehr weiter kann. Nicht jedes Plateau ist also zu überwinden. Dennoch glaube ich, an deinem können wir sicherlich noch irgendwie etwas tun. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, wie du dich bis jetzt ernährst. Und das ist natürlich immer das Problem. Jetzt müsste eigentlich ein normaler Personal Trainer hergehen und sich deine Ernährung angucken und deinen Trainingsplan angucken und weiß ich nicht was alles. Deswegen versuche ich es mit allgemeinen Tipps und du suchst dir einfach das Richtige raus. Grundsätzlich, wenn man ein Plateau überwinden möchte, an alle da draußen, dann muss man sich natürlich erstmal fragen, was ist mein Ziel? In diesem Fall von Olli habe ich das Gefühl, du möchtest eine neue Rekordleistung in einer spezifischen Sache erreichen. Du redest von Bankdrücken. Du redest nicht davon, dass die großen drei Übungen wie Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge gesteigert werden sollen. Oder auch gleichzeitig irgendeine Rückenmuskulaturübung wie Latissimuszug möchtest du steigern. Du möchtest nur die Bankdrückleistung steigern. Wenn man also irgendeine Übung hat oder im Krafttrainingbereich irgendetwas Spezielles verbessern möchte, nur seine Schultern oder dergleichen, dann wäre das etwas Spezifisches. Und in diesem Fall macht man das ein wenig anders, wenn man darauf hinarbeitet, als wenn man ein allgemeines Plateau überwinden möchte. Allgemein heißt also, ich möchte grundsätzlich alles mehr aufbauen. Ich möchte mehr Masse erreichen. Ich möchte mein Körpergewicht nach oben bringen, weil das liegt ja nicht nur an einem Muskel. Klar, es kann sein, dass ihr besonders wenig Masse in den Beinen habt und im Gegensatz zum Oberkörper, und dann kann man da am meisten machen. Aber dennoch geht es darum, im Training insgesamt weiterzukommen. Das ist die nächste erste Frage. Wir gehen jetzt zuerst einmal, ja Olli, wir spannen dich auf die Folter, auf das Allgemeine ein. Wie kann ich allgemein ein Plateau überwinden? Vor allem heißt das ja, ich weiß scheinbar nicht, woran es liegt. Und das ist ja die Qual beim Bodybuilding, das wissen wir eigentlich nie. Es gibt so viele Faktoren. Ernährung und selbst Ernährung ist ja jetzt nicht ein Faktor. Ernährung sind ja 10, vielleicht 20, sind es vielleicht sogar 50 Faktoren. Liegt es an den Vitaminen, an den Mineralien? Nehme ich etwas zu wenig oder nehme ich etwas zu viel? Ist etwas in Disbalance? Gibt es irgendetwas in meinem Körper, was nicht ganz stimmt? Ist medizinisch quasi alles in Ordnung? Habe ich genug Ernährung oder ernähre ich mich sogar teilweise ein wenig zu viel? Habe ich zu wenig von bestimmten Nährstoffen oder habe ich zu wenig Qualität davon und sowas alles? Also da gäbe es schon eine ganze Menge Stellschrauben. Grundsätzlich habe ich ein Plateau, das in Richtung geht, ich baue keine Masse mehr auf und nicht, ich nehme nicht genug ab oder ich werde nicht kräftiger, kann es sein, dass die Ernährung ein Mehr verlangt. Wenn ihr sowieso schon einen hohen Körperfettanteil habt, dann natürlich weniger. Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir ist. Dann ist das nicht unbedingt die Kalorienbilanz. Vielleicht ist es auch so eine simple Stellschraube, wie du brauchst etwas mehr Protein. Aber gut, die Ernährung muss stimmen. Ob sie das tut, musst du selbst beurteilen können. Was kann ich anders machen, ist quasi die erste Frage. Ihr müsst jetzt, wenn ihr das Plateau überwinden wollt, macht ihr eigentlich von der Strategie erst einmal, dass ihr in euch kehrt und guckt, was kann ich überhaupt anders machen. In deinem Fall hast du einen Zweiersplit verfolgt und diesen dann wahrscheinlich viermal die Woche gemacht, heißt also jeden Muskel zweimal die Woche trainiert. Jetzt könnte man tatsächlich in Anhang an den neuesten Videos mal umsteigen. Genau das Gleiche würde allerdings auch umgekehrt gelten. Also ich versuche hier nicht jetzt jemanden auf die andere Seite zum Bro-Split zu überreden. Würdet ihr
bis jetzt ein Bro-Split gemacht haben im Normalen, könnte man überlegen, mal für ein paar Wochen oder Monate auf Ganzkörper- oder Zweier-Split umzusteigen und die Trainingskadenz zu erhöhen, aber dafür nicht mehr ganz so intensiv den einzelnen Muskel zu bearbeiten. Bei dir ist es jetzt umgekehrt, Olli. Ich würde also von dem einen auf das andere übergehen. Und dann einfach mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt nur noch einmal die Woche den Muskel trainiere. Und für all die da draußen, die ein Plateau erreicht haben, umgekehrt, die könnten mal gucken, was passiert, wenn ich mehrmals die Woche den Muskel trainiere und dafür nicht mehr ganz so hart. Das heißt, wir müssen hier feste Strukturen durchbrechen. Ernährung verbessern hatten wir ja quasi schon. Wie kann ich mein Training verbessern, könnte man sich überlegen. Muss ich mal die Übungen vielleicht wechseln? Das Blöde natürlich an Übungswechsel ist in so einem Fall wie den von Olli, man möchte ja die Bankdrückleistung steigern. Und jetzt erstmal für 4 bis 8 Wochen nicht Bankdrücken im Training aufzunehmen, um zu gucken, ob man dadurch allerdings genug Hilfsmuskeln gereizt hat, um die Bankdrückleistung anschließend wieder zu verbessern, ist so eine Sache. Wiederum, wenn man Bankdrücken nicht rausnimmt, hat man die Hälfte immer noch gleich. Deswegen muss man da mal überlegen, ob man den Trainingsplan verbessern kann, die Übungen verbessern kann oder auch die Trainingsausführung verbessern kann. Vielleicht geht man nicht ganz bis zum Ende, vielleicht macht man irgendwas noch auf dem Weg falsch. Das merkt man oft, wenn man mit Trainingspartnern trainiert und auf einmal merkt, oh ja stimmt, wenn ich das jetzt ein bisschen anziehe oder die Zeiten, die Pausenzeiten verlängere oder die Pausenzeiten verkürzere, vielleicht entsteht dann schon was. Ihr seht, es gibt so viel Stellschrauben, einfach mal den Mut haben, etwas zu ändern. Und jetzt ist ganz wichtig, bei der Strategie, wie ich das Ganze mache. Erst einmal stoppt alles. Ihr wollt das Plateau überwinden und wisst, ihr seid schon seit einigen Wochen da. Dann macht ihr jetzt einen Cut, denkt darüber nach, plant und werdet euch eine Woche freigönnen. Mindestens. Höchstens 2 Wochen. Das klingt jetzt erstmal seltsam und kontraproduktiv, weil die meisten von euch denken wahrscheinlich eher daran, was muss ich mehr machen? Mehr ernähren, mehr Protein, mehr trainieren, härter trainieren. Aber um einen Cut zu machen, der wirklich eindeutig ist, eine Woche Pause lassen, im Minimum. Die Sorge nehme ich euch schon mal weg. In einer Woche Pause wird nichts Negatives geschehen. Ihr werdet nicht aus dem Training rauskommen, ihr werdet nicht Kraft verlieren, ihr werdet nicht Masse verlieren. All das wird nicht geschehen nach einer Woche Pause. Das passiert einfach nicht. Außer ihr würdet jetzt in der Woche auch noch krank werden und euch nicht mehr gut ernähren, keine Proteine mehr zu euch nehmen. Macht ihr nicht. Weiterhin gut ernähren, aber eine Woche Trainingspause. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Und da es nicht schlimm ist, verliert ihr zumindest auch nichts. Und da ihr sowieso auf dem Plateau wart, was soll's. Ihr könnt das bis zu 2 Wochen stretchen und auch bei 2 Wochen geschieht nichts. Selbst bei 3 würde nichts passieren. Aber wir lassen es jetzt mal bei einer Woche. Und damit meine ich eine volle Woche. Kein Schummeln, keine 5 Tage und dann wieder oder so. 7 Tage komplett. Geht am Montag in die Pause und bis zum nächsten Montag bleibt es bei einer Pause. Nichts trainieren. Warum ist das so wichtig? Es ist zum einen wichtig, damit ihr auch wirklich wisst, dass keine anderen Faktoren, die euer Training hemmen und euer Progression hemmen, sich mitschleichen in den Übergang zum nächsten Training. Angenommen, eure Sehnen und Gelenke sind total überfordert und kommen nicht mehr hinterher, weil ihr schon seit über 3 Monaten durchtrainiert. Dann schleift ihr das mit in den neuen Trainingsplan und dadurch kriegt ihr auch wiederum keine Erfolge und wir wissen wieder nicht, woran es liegt. Wir müssen die Stellschrauben ja eindämmen. Diese eine Woche gibt euch die Gelegenheit, dass eure Muskeln in erster Linie sich erholt haben, definitiv erholt haben. Selbst wenn ihr nicht wisst, dass eigentlich vielleicht eure Schultern überfordert waren von dem Zweiersplit, weil ihr die 4-mal die Woche mittrainiert habt. Selbst dann, eine Woche Ruhe bringt eben eine gewisse Gewissheit rein. Das gleiche gilt für Sehnen, für Gelenke, alles erholt sich ein bisschen und ihr seid richtig frisch. Und das, finde ich, ist auch für den Kopf eine ganz wichtige Sache. Mich motiviert diese Woche. Ja, ich hänge dann da, bin ein bisschen unruhig, aber ich bin wahnsinnig motiviert, weil ich weiß, alle Tanks werden gefüllt. Alles, alles, meine Ernährung, alles, was ich esse, esse ich mit Motivation. Ich denke nicht auf einmal, ach, der Proteinshake oder das Kreatin am Morgen ist ja verschwendet. Nein, ich sehe einfach nur in meinem Inneren, von meinem geistigen Auge irgendwie, wie ich die ganzen, alle Tuben voll mache und meine komplette Armee nur auf diesen einen Krieg jetzt vorbereitet wird. Ansonsten fehlt immer da was, da was, da was, diesmal nicht. 7 Tage lang gibt es nur die Vorbereitung dafür und dann geht es los. Genauso solltet ihr daran gehen, bei jeder Ernährung, bei allem, was ihr macht, bei allem, was ihr nehmt, auch die Supplements weiternehmen, natürlich kein Booster oder so, aber alles andere nehmt ihr weiter und ihr füllt jede Skala auf, die ihr innen habt. Die Gelenke erholen sich, alles ist bereit. Und dann fangt ihr an mit dem neuen Trainingsplan. Und dann schaut ihr einfach mal, was passiert. Der neue Trainingsplan eben, ein geänderter Trainingsplan. Ihr steigt um vom 4er-Split auf 2-mal die Woche in 2er-Split oder umgekehrt. Ihr bringt andere Grundübungen rein. Und jetzt ist ganz wichtig für euch zu wissen,
Die Veränderung kommt dann nicht sofort. Ein Plateau überwinden heißt nicht, ich habe jetzt die Lösung und morgen habe ich es überwunden. Das muss man manchmal mit einer Überbrückung machen, mit einem Zwischenspurt. Und der sähe dann hier so aus, ihr macht jetzt erstmal den neuen Trainingsplan, den ihr habt. 4 Wochen lang, da sind andere Übungen drin, da sind vielleicht andere Pausenzeiten drin, vielleicht andere Wiederholungsbereiche drin. Statt von zwischen 6 und 8 irgendwo zu bleiben, seid ihr mal mit hoch bei 15 und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht bringt ihr Intensitätstechnik mit rein oder ihr lasst Intensitätstechniken raus. All das kann passieren, macht etwas anders. Und weil der Plan so anders ist, ist er eine Überbrückung. Ihr könnt noch gar nicht bestätigen, ihr könnt noch gar nicht verifizieren und evaluieren, ob ihr jetzt weiterkommt oder nicht. Vielleicht an der Körpermasse oder sonst was. Der Körper muss sich nämlich erstmal umgewöhnen. Und dieser Adaptionsprozess, der dauert. Der dauert 4 bis 6 Wochen. Und angenommen, ihr geht dann zum alten Trainingsplan zurück oder ihr macht dann auf einmal schon wieder Fortschritte, dann seid ihr aus dem Plateau raus. Aber das kommt verzögert. Erstmal muss euer Körper sich völlig der Überforderung stellen. Ganz neue Maschinen, ganz neue Geräte, ganz neue Übungen, ganz neue Wiederholungen. Da kann der sich nicht direkt verbessern. Aber in der 2. und 3. Woche hat er sich dran gewöhnt, hat das Ganze adaptiert. Und dann hat er das System durchschaut. In der 4. und 5. wird er sich langsam da verbessern. Und in der 6. habt ihr wieder den Anschluss gefunden. So sollte es laufen. Wenn nach 8 Wochen immer noch nichts passiert, müsst ihr wieder was anderes finden. Olli, jetzt kommen wir zu deinem speziellen Beispiel, denn du möchtest an einer spezifischen Übung dich verbessern. Dir würde ich jetzt raten, wenn du deine Bankdrückleistung wirklich nur verbessern möchtest. Auch hier, schalte jetzt mal testweise um. Geh von deinem 2-mal die Woche den Muskel trainieren auf nur noch 1-mal die Woche über. Denn das ist schon eine hohe Leistung. 5 Sätze mit 90 Kilo zu machen, das ist schon was. Und wenn du das gemacht hast, 1 Woche Pause erstmal. Du hast den neuen Plan, du hast jetzt einen normalen Split, wo du 4-mal die Woche trainierst, das würde ich dir empfehlen, und wo du an einem Tag dich auf die Brust konzentrierst. Und das ist der erste Tag in der Woche oder der Tag, wo du am meisten Pause davor hattest. Wenn du also irgendwann mal 2 Tage Pause hattest, Samstag, Sonntag oder wann das auch immer für dich ist, nach diesen Tagen fängt deine Prioritätstrainingseinheit an. Und die ist bei dir die Brust, weil du diese Übung verbessern möchtest. Und in der ersten Übung machst du eben dieses 5x5 Bankdrücken. Danach kannst du noch Folgeübungen leisten. Ja, mach irgendwas anderes, mach was am Kabelzug, mach irgendwelche Isolationsübungen. Machst du vielleicht sonst nicht, weil du ja eigentlich nur Bankdrücken steigern möchtest. Aber jetzt kommt's. Deine Muskulatur besteht ja aus ganz viel Hilfsmuskulatur, die alles aus, gerade beim Bankdrücken, auch die Schulter. Die hat so viel kleine Muskulaturen, die darin übergreifen, dass eventuell sogar eine Rückmuskulatur dafür verantwortlich sein kann, dass du deine Bankdrückleistung am Ende stärkst und verbesserst. Das kann passieren. Deswegen musst du jetzt gucken, dass du Variationen reinbringst. Also, 1 Woche Pause, starte dann am ersten Tag deines Trainings wieder, nachdem du wirklich sonst auch lange Pause danach hast, dein Brusttraining. Das kannst du gerne weiterhin so aufbauen, als Referenzpunkt lässt du Bankdrücken drin. Aber vielleicht nicht im 5x5-System, sondern mach ein normales Bankdrücken-System, wo du von der Pyramide aufwärts gehst. Du versuchst zu starten mit 4 bis 6 Wiederholungen. Nachdem du dich richtig gut aufgewärmt hast, wenn man also mit hohen Wiederholungen, niedrigen Wiederholungen und hohem Gewicht startet, immer sehr gut aufwärmt, Schultern und die Brust. Und dein erster Working Set ist zwischen 4 und 6 Wiederholungen, bis zum Ende gehen. Auch daran gewöhnt, bei 5x5 macht man das ja nicht, dass man in den ersten 4 Sätzen bis zum allerletzten geht, normalerweise. Weil dann ist einfach zu groß die Erschöpfung am Ende. Aber jetzt machst du das in jedem Satz. 1 bis 4 bis 6 Wiederholungen, dann nochmal 1 von 4 bis 6 Wiederholungen, dann machst du einen ungefähr bei 8 Wiederholungen, dass du da landest, immer bis zum Schluss gehen. Da sollst du ungefähr landen und so weit steigerst du das Gewicht. Und dann einen, wo du bei 10 Wiederholungen landest. Dann machst du noch 2 Übungen hinterher, Brusttag ist vorbei. Schau dir an, welchen Split du machst, wahrscheinlich kommt nach Brust noch Bizeps oder sonst was und die anderen Muskeln trainierst du auch. Allerdings da nicht immer bis zum Ende gehen. Die trainierst du auf so eine Art Haltemodus. Das heißt, du wirst nicht jeden Satz bis zur Erschöpfung machen, du wirst dich dann nicht so prügeln beim Rücken wie bei der Brust. Und alle 2 Tage immer wieder erholen. Das heißt, du hast einen 4er-Split, du musst 2 Muskelgruppen hintereinander trainieren, zwangsläufig. Aber nach der Brust definitiv 1 Tag Pause, weil das ist deine Priorität. Dann kannst du meinetwegen, angenommen du hast montags die Brust gehabt, dienstags Pause, definitiv. Mittwochs und donnerstags hast du die nächsten beiden Trainingseinheiten. Dann vielleicht eben nochmal Freitag Pause, Samstag eine Trainingseinheit und Sonntag definitiv wieder vor dem Brusttag 1 Tag Pause. Davor und danach immer 1 Tag Pause. Du kannst auch einen 3er-Split machen, dann hast du sogar 2 Tage davor Pause. Und dann wieder richtig an den starken Brusttag rangehen.
Mach das mal 4 bis 6 Wochen. Und dann schau nach den, ich würde dir sogar empfehlen, solange dir das Spaß macht und solange es dir was bringt, dann gehst du wieder zurück zu deinem 5x5 System und schaust einfach mal, ob du jetzt stärker geworden bist. Und das heißt nicht, wenn du beim ersten Mal das nicht bist, dass es nicht funktioniert, weil jetzt nach 6 Wochen muss dein Körper sich erstmal wieder an diese Art der Übung gewöhnen. Mach das dann wieder ein paar Mal hintereinander. Das kannst du auch, das 5x5, durchaus in dein normales Brusttraining jetzt integrieren. Vorher hast du es anders gemacht, mit einer umgekehrten Pyramide. Jetzt integrierst du es darin. Und dann kannst du vielleicht nochmal 2, 3, 4 Wochen brauchen. Heißt also 2, 3, 4 Brusttrainingseinheiten. Und dann merkst du, hast du dich verbessert oder nicht. Das hier wäre die Art, wie ich es angehen würde. Und ich möchte dir schon fast garantieren, du wirst dich dann verbessern, wenn du es mal so ausprobiert hast. Ist also eine Sache von ungefähr 8 Wochen, die dich das kosten wird, aber dann kommst du weiter. Und hast du dann erstmal das durchbrochen, dann wird dein Skelett nämlich anfangen zu rattern und du wirst dich fragen, oh, was kann ich denn noch alles machen, um das noch weiter zu steigern? Und dann kommst du mal aus deinem Trainingstrott vielleicht raus. Gut. So viel zu Plateaus überwinden. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch hat es etwas gebracht. Egal bei welcher Art von Plateau ihr seid, welchen Sport ihr macht, welche Übung ihr verbessern wollt. Wenn ihr solche spontanen Zwischenvideos mögt, die mehr oder weniger Kommentarbeantwortungen sind, lasst mir gerne einen da. Du, Olli, musst mir spätestens einen da lassen. Und ja, wenn ihr noch mehr davon haben wollt und gleichzeitig auch mal vielleicht der Initiator, so wie jetzt Olli, unfreiwilligerweise Initiator dieses Videos war, wenn ihr das auch mal sein wollt, abonniert doch einfach den Kanal, ihr verpasst kein Video und kommentiert fleißig hier drunter. Und dann antworte ich vielleicht genauso auf euren Kommentar. Trick 17, um Abos zu bekommen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.